Dass die Deutschen den Humor nicht erfunden haben, ist bekannt. Dafür verfügen sie über Vorsprung durch Technik. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Kraftwerk gelingt mit strenger Mimik 1982 ihr größter Hit. Das Model erreicht Platz 1 in England. Für die aufkommende Synthie-Pop-Generation der frühen 80er sind die vier Mensch-Maschinen aus Düsseldorf längst Idole. Vor allem in England. Andy and I were playing in this. Andy McCluskey und ich spielten in dieser Schulband. Es war eine Art Rockband. Und alle standen auf den Rocksound von Genesis oder den Eagles. Und ich weiß noch, als Autobahn von Kraftwerk im Radio lief, war mir klar, das ist die Zukunft. Das will ich machen. And I heard it and went, that is the future. That's what I want to do. Wir gingen immer zu Probe Records, dem einzigen Laden in Liverpool mit deutschen Importen, und haben dort nach allen deutschen Scheiben gesucht. Jetzt ist es an der Zeit, selber zum Synthesizer zu greifen. Ende der 70er werden die Geräte kleiner und erschwinglicher. Für viele ein Argument, sich an die Technik ranzuwagen. Bis vor ein paar Jahren war das nur echten Könnern vorbehalten. Zu der Zeit waren Leute wie Rick Wakeman oder Emerson, Lake & Palmer angesagt. Bei denen klang alles so nach Kirchenorgel, so. Der Synthesizer verkörperte für manche die Ablehnung gegenüber allem, wofür die Gitarre stand. Machotum, Aggression, Sexismus, Blues, Eric Clapton, der totale Verfall. Das war alles Vergangenheit. Unser Manifest lautete, keine Gitarren, nur synthetischer Sound von Grund auf. Das war nicht ideologisch. Also im Nachhinein kann man das vielleicht ideologisch sehen. Der hat halt die Möglichkeiten geboten, die man vorher nicht hatte. Also wenn du das erste Mal angeschaltet hast und die ersten Töne da rausgeholt hast, dann dachtest du, das ist ja der Wahnsinn. Der Meinung ist auch das deutsche Fernsehen. Ein schönes Spielzeug, solch ein Synthesizer. Die neue Generation von Synthie-Fans entdeckt eine ganz andere Umgangsweise mit den Geräten. Statt Virtuosität interessieren sie sich für Reduktion, Rhythmen und Sounds. Auch wenn sie nach wie vor Pop machen. Wir dachten, wir machen ganz verrückte Experimentalmusik. Erst als wir bei Factory Records unter Vertrag waren, meinte Tony Wilson, der Labelchef, zu uns, kommt schon Jungs, ihr macht Popmusik. Und wir sagten zu ihm, nein, das ist experimentelle Musik. Darauf er, ihr habt Melodien, also ist es Popmusik. Glaubt mir, es ist die neue Popmusik. Und natürlich sollte er am Ende recht behalten. And of course he ended up being right. OMD gelingt mit dieser gepflegten Melodie ein weltweiter Hit. Doch nicht alle wollen den Geräten so schöne Töne entlocken. Wir haben immer versucht, die Maschine sehr körperlich zu machen. Wir waren zum Beispiel Kraftwerk oder so,
versuchen immer einen sehr cleanen, sehr sauberen Sound hinzukriegen. Und wir fanden das genau nicht gut. Wir wollten immer eine Maschine, die gerade vorm Absturz ist. Das hat uns gefallen. Das ist für uns viel spannender, wenn hinten der Kotflügel, der brennt schon und da ist ein Abgrund und man kriegt kaum noch hin und so. Das ist ihnen zweifelsfrei gelungen. Claudia Brücken und Paul Humphreys arbeiten heute als Elektro-Duo One-Two zusammen. Nichts erinnert mehr an den OMD- und Propagandasound der 80er. Doch das alte Equipment ist noch vorhanden. This is the very first synth that I ever bought. In fact, Andy and I bought it together because we couldn't actually afford any synthesizers. So we bought this on a mail order catalog for £7 a week. and this basically did our first two albums. for instance, we did a song called Messages, of which it was just a sequence going all the way through. But we couldn't like sequence things properly, so we just used to get the synths to just kind of repeat, and then we create songs out of them. And I used played that for 4.5 minutes. And then we just used to play, got the drummer to play along with it. And we just created a whole song. And the sequence never changes, and we just change the chords across it. Because it's so cheap and cheesy, we just used to process it through any kind of effect we could find, like a space echo, like that thing over there. Although it's not plugged in. It's like a tape delay thing. And the more effects you put on it, the more glorious it sounds. I mean, at the moment, it just sounds really kind of cheesy, you know, but... Rückblickend waren gerade die ganzen Einschränkungen das Interessante. Die Tatsache, dass uns viele Puzzleteile fehlten, war wie bei einem Künstler, der nur mit einem Teil seiner Farben auskommen muss. So wie Yves Klein, der nur Ultramarinblau verwendete. Oder Picasso in einer bestimmten Phase. Im Grunde hatten wir beim ersten Human League-Album nicht mal polyphone Synthesizer im Einsatz. Halt, wir hatten gerade den JP4 gekauft. Aber das meiste waren einzelne miteinander verwobene Töne. But most of it was kind of monophonic lines interweaving together. The safe method, the only way. You'll rationalize your course. Stay part of the crowd. And never find the source. Feel wanted, feel numb. Just stay as you are. The truth is, comfort kills, and you don't need that car. This is a Roland System 100. This is actually the very first synthesizer that we owned as the Human League. And this is the original patch sheet from 1978, believe it or not. Written in the fair hand of Ian Craig Marsh, which Phil gave me when I saw him last time. So I've never actually done this since that day. So I have no idea what I'm doing, but I'm looking forward to hearing it. Uh-oh. That was the thing as well. They weren't very reliable and they used to regularly. Das war auch so eine Sache. Sie waren nicht sehr zuverlässig. Immer wieder sind sie abgestürzt oder haben sich verstimmt. Während des Konzerts mussten wir andauernd nachstimmen. Je nachdem, wie die jeweilige Stromspannung war oder wenn es heißer wurde auf der Bühne. Die ganze Zeit warst du am Rumdrehen und Nachstimmen.
each individual song had its own patch sheet like this. That's what these were designed for. So before we could start the next song, we had to repatch everything. No presets. It was a bit scary at times. And the amount of weird noises that were suddenly... Manchmal war es beängstigend. Da kamen die merkwürdigsten Töne heraus. Du drücktest eine Taste für diesen gewaltigen Bass-Sound und alles, was rauskam, war... Heute kann ich darüber lachen. Damals war es nicht wirklich lustig. Gary Newmans Liebe zum Synthi-Sound entsteht rein zufällig. Bei den geplanten Aufnahmen zum zweiten Album seiner Band Tube Bay Army steht im Studio ein Synthesizer herum. Mehr aus Langeweile beschäftigt sich Newman damit und entdeckt ein völlig neues Potenzial. Er spielt die ursprünglich geplanten Gitarrenparts auf dem Gerät ein und landet mit Our Friends Electric einen Hit, der bis heute Bestand hat. Wir dachten nicht, dass elektronische Musik etwas für die Charts wäre, bis Gary kam. Dann war klar, elektronische Popmusik ist das Ding. You know, electronic pop music is could be the way forward. I think Cars is fantastic. Cars ist eine tolle Platte. Ich war total sauer. Wir versuchten sowas seit Jahren und Gary kam einfach so daher. This week's highest new chart entry, Cars. Nur 3 Monate später wiederholt Newman seinen Erfolg. Cars landet ebenfalls auf Platz 1 der UK-Charts und ebnet damit den Weg für den Synthie-Pop. Newman verzichtet auf der Bühne allerdings wohlweislich darauf, selber am Synthie zu stehen. It's really hard to look cool. Es ist verdammt schwer, mit einem Keyboard cool auszusehen. Du siehst einfach aus wie ein Nerd. Und du kannst dich auf der Bühne nicht bewegen, es sei denn, du hast eines dieser Dinger um den Hals. I mean, they used to call us bank clerks playing synthesizers, you know, just because we'd get the most. Wir wurden immer als Bankangestellte an Synthesizern gesehen. Also haben wir uns die imagelosesten Klamotten zugelegt, die wir finden konnten. Wir haben uns Polunder angezogen. Bis wir eines Tages bei einem Gig sahen, dass die Leute im Publikum alle diese Polunder anhatten. Mein Gott, dabei haben wir uns doch immer so bemüht, kein Image zu haben. Der Star ist der Synthi, nicht die Band. Entsprechend gesichtslos sind die Cover der meisten Acts. Wie später bei House und Techno geht es auch hier in erster Linie um den Groove. Die Lust am Tanzen wird entdeckt, auch wenn so mancher damit noch seine Schwierigkeiten hat.